Hallo zusammen, ja, danke für Ihre und eure Zeit zu unserem DMS-Talk. Es ist unser vierter, den wir machen zu Retail-Themen. Und ich freue mich ganz besonders, hier bei mir zu haben, den Reinhard Refelig von der WKO, Obmann der Sparte Handel. Timo Emmert, grüß dich, live von der Dimexco in Köln. Mediamarkt Saturn und E-Commerce-Urgestein, wenn man so möchte, wird gleich ein paar Sachen natürlich dazu sagen. Und Klaus Lammernick mit mir von der Firma Nespresso. Ich hoffe, es wird eine interessante Stunde, das wird es ganz sicher. Und freue mich über die Teilnahme, freue mich über die Aufmerksamkeit und sehr gerne auch nachher oder im Laufe dessen dann ein paar Fragen über den Chat stellen. Wir versuchen sie zu beantworten. Und ja, ich würde mal das Wort übergeben an den lieben Timo zum Thema Omnichannel bei Mediamarkt Saturn. Und wir sind schon ganz neugierig. Danke Oliver, dir. Herzlichen Dank und vielen, vielen lieben Dank auch für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ich habe mir überlegt, ich habe ein paar Charts mitgenommen, weil das eine oder andere, glaube ich, lässt sich ein bisschen besser in Charts auch visualisieren bzw. darstellen. Ich würde mal ganz kurz mein Bildschirm teilen. So, vielleicht kurzes Signal, ob es funktioniert. Wir sehen alles, ja. Hervorragend. Genau, mein Vortrag heute, die nächsten 10, 15 Minuten, dann gerne, können wir auch gerne interaktiv machen, wenn Fragen sind, bitte gerne direkt unterbrechen. Ich würde gerne heute über das Omnichannel-Geschäft bei uns, über die Mediamarkt Saturn sprechen. In dem Fall gerne. Wir sind natürlich sehr, sehr nah auch im Austausch mit vielen anderen Ländern, natürlich auch in der Dachregion, aber heute den Fokus erstmal auf Deutschland gerichtet. Bin für das Deutschlandgeschäft auch zuständig und würde gerne die nächsten Minuten einerseits darstellen, wie wir uns, ja, ich sage jetzt mal, im Rahmen der Pandemie aufgestellt haben, wie wir uns danach, sage ich jetzt mal, aus der Pandemie mit unseren Stärken, aber auch mit den großen Herausforderungen aufgestellt haben und insbesondere natürlich, ja, was das große Asset ist und was es ausmacht, wirklich Omnichannel zu betreiben. Stark aus der Kundenperspektive, aber natürlich auch aus der Company-Perspektive. Super. Vielleicht zwei Sätze, Oliver, zu mir. Genau, du hast ein paar Sätze schon gesagt. Also ich bin 44, zwei Kinder, bin mittlerweile das 15. Jahr jetzt auch im Einzelhandel tätig. Du sagtest Urgestein des E-Commerce. Gut, ich bin seit zweieinhalb Jahren in der Verantwortung, in der Tat als Geschäftsführer des E-Commerce-Geschäfts in Deutschland. Komme ursprünglich, also ein bisschen roter Faden durch meinen Lebenslauf, aus dem Finance und aus dem Strategiebereich, hatte da auch unterschiedliche Verantwortungsbereiche auch inne bei der Mediasaturn. Wenn man jetzt auf uns springt, der Andreas ist ja heute auch im Call, der liebe Kollege aus Österreich, der sehr erfolgreich das Digitalgeschäft in Österreich auch verantwortet. Und wenn man jetzt mal den Blick auf Deutschland mal hat, wie stellen wir uns auf? Und ich wollte heute weniger erstmal über Umsatz, EBIT sprechen, sondern wollte den Kunden in den Vordergrund rücken, weil es geht heute einfach um Customer Touchpoints, um Kundenkontaktpunkte. Und ihr seht relativ schön auf diesem Chart auch auf der anderen Seite, was auch eine Herausforderung sein kann. Ja, und wenn ich einfach mal kurz die Felder durchgehe, wir reden pro Monat von 70 Millionen Besuchern auf unseren beiden Online-Shops, mediamarkt.de und saturn.de. Wir reden aber auch von 20 Millionen Besuchern und Kunden pro Monat in unseren Stores, 430 in der Zahl in etwa. Über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, zunächst pro Monat 90 plus Millionen Kundenkontaktpunkte, wo wir in unterschiedlichster Art und Weise mit dem Kunden in Kontakt treten. Ist eine Riesenchance für uns, heißt aber natürlich auch, die beiden Kanäle natürlich auch effizient auch miteinander zu verzahnen und zu verbinden. Wenn man die beiden unteren Felder sich anschaut, einerseits nochmal unser Loyalitätsprogramm, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, was heißt für uns auch Loyalität und wie ist auch Loyalität in dem aktuellen, ja, wirklich schwierigen, dynamischen Umfeld auch zu verstehen. Aber immerhin, wir haben es geschafft, über die letzten Jahre eine loyale Kundenbasis aufzubauen von circa 11 Millionen über beide Programme. Einerseits den Mediamarkt Club und auf der anderen Seite die Saturn Card. Und auf der rechten Seite, wenn man das mal überträgt auf Deutschland, wie viel erreichen wir und wie viel würden wir faktisch sagen, sind Mediamarkt Saturn Kunden, sind es in etwa zwei Drittel, die wir dementsprechend auch als unsere Kunden bezeichnen würden.
Das als Einstieg für die Mediamarkt Saturn und was im Prinzip die nächsten Minuten uns erwartet. Und das würde ich immer wieder gerne aufrufen und immer wieder gerne auch betrachten, weil das ist natürlich einer unserer Kernaufgaben, nicht nur den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, sondern natürlich auch den Kunden sehr effizient auf allen Kanälen dementsprechend auch abzuholen. Ja? Und ich bin noch online, oder? Ja. Ja, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, ja. Genau, weil ich gerade aktuell euch nicht gesehen hatte, weil ich ja, wie gesagt, hier ein bisschen mobil unterwegs bin, aber die Leitung hält. Das Chart soll nochmal verdeutlichen, was ich vorhin aufgegriffen hatte mit den Kunden. Das heißt, wenn wir über Kundenkontaktpunkte sprechen, heißt das natürlich einerseits on-site wie auch offline oder off-site, logischerweise das Verhalten des Kunden einerseits ja, zu tracken, das Verhalten auch dementsprechend auch zu verstehen, auch die Historie dementsprechend zu verstehen und den Kunden sehr effizient auf sämtlichen Kanälen zum richtigen Zeitpunkt, auch mit den richtigen Kanälen und mit der richtigen, mit dem richtigen Stilmittel auch anzusprechen. Ja? Also das ist eine extreme Herausforderung, logischerweise in den letzten Monaten als auch Jahren geworden, weil deutlich mehr Wettbewerber, auch deutlich mehr Lebensmitteleinzelhändler digital auch denken, digital agieren und digital auch investieren. Ja? Das heißt, die Budgettöpfe sind einerseits natürlich auch dementsprechend kleiner geworden, oder in dem Fall für uns größer im Sinne eines Tickets, eines Klicks. Auf der anderen Seite, wenn ich den Kunden erreichen möchte, muss ich natürlich mich auch breiter aufstellen und auf der anderen Seite auch versuchen, logischerweise auch organisch mein Wachstum, mein Traffic, meine Frequenz auch dementsprechend zu unterstützen. Wenn man jetzt eintaucht in die Omnichannel-Welt der Media Saturn, sehen wir das, und das steht hier auf dem Chart, sehen wir das erstens als riesen Asset, aus unserer Sicht, weil wir natürlich wie andere Wettbewerber oder Kernwettbewerber wie ein Otto, wie ein Amazon in Deutschland natürlich den großen Vorteil haben, den Kunden einerseits auf der Fläche anzusprechen, auf der anderen Seite natürlich über Online, über das sogenannte Click and Collect, über das sogenannte Omnichannel-Geschäft, wie wir es verstehen, dementsprechend auch nicht nur anzusprechen, sondern logischerweise von unseren Angeboten dort auch zu konvertieren und auch zu überzeugen. Und wenn man jetzt den Blick wirft auf den deutschen Markt, der unterscheidet sich ja in seiner Ausrichtung und in seinem Reifegrad natürlich zu Österreich, aber auch zu unseren anderen 13 Ländern. Er ist mittlerweile sehr stark natürlich online getrieben, sehr digital getrieben. Wenn man das Chart sich anschaut für Consumer Electronics, sprechen wir mittlerweile ungefähr von einer Halbierung des Marktes, einerseits sehr stationär und andererseits sehr online. Wenn man die Wachstumszahlen noch dazu schreiben würde, hätte man natürlich gerade in den letzten Jahren, aber ich sage jetzt mal Pandemie außen vor, aber selbst auch danach, wie der Markt sich momentan relativ stark stabilisiert, konsolidiert, Wachstumszahlen von 10-15% im Online-Segment und das klassische stationäre und das klassische Offline-Geschäft, wisst ihr, bewegt sich momentan eher stagniert oder bewegt sich sogar leicht rückläufig. Und das ist natürlich für uns dann auch klar, wenn man über eine Verzahnung, über Omnichannel spricht, dass man einerseits natürlich Marktanteile gewinnen möchte in einem Markt, der wächst, drum auch starkes Investment Richtung Online. Ich komme gleich darauf auf ein paar Zahlen, auch hinsichtlich der Gruppe, aber auch für Deutschland, wie wir uns auch entwickelt haben und letztendlich, was die Ambition ist des Wachstums. Wenn man über die Kunden spricht und das Kundenverhalten, was sich logischerweise auch sehr stark angepasst hat, der Dynamik des Marktes, der Schnelligkeit des Marktes und natürlich auch über die beiden Kanäle sehr unterschiedlich ist. Weil der Kunde, der denkt nicht in Kanälen, der Kunde denkt nach dem besten Angebot, der Kunde denkt nach der höchsten Bequemlichkeit, Convenience für ihn selbst. Dem ist es relativ egal, wo er kauft. Wir ticken teilweise im Unternehmen eben noch sehr, sehr stark nach Kanälen und das ist eine große Herausforderung bei uns. Und ich möchte euch kurz mal auf den nächsten zwei Charts einfach mal zeigen, was ein Omnichannel-Kunde einerseits ausmacht und letztendlich, wie werthaltig auch ein Omnichannel-Kunde ist. Und ihr seht auf dem Chart einerseits von der Quelle der GfK, das betrifft den deutschen Markt wiederum, den deutschen Consumer Electronics Markt, drei Unterscheidungen. Wir haben links den Offline-Kunden, der shoppt rein stationär. Der macht aktuell ca. 44% des Marktes aus. Und wir haben auf der rechten Seite den reinen Online-Kunden, der steht für in etwa repräsentiert etwa 13% des Marktes.
Was spannend ist, ist logischerweise der mittlere Block. Das ist exakt die Verzahnung von Online und Offline, der sogenannte Omnichannel-Kunde. Der steht ja für das Gap für 43%. Aber was sehr spannend ist, ihr seht, für deutlich höhere Spendings. Das ist genau der Punkt, den wir auch immer wieder aufgreifen und auf den wir uns fokussieren. Und das sehen wir jetzt im nächsten Chart, weil diese 61% der Total Spendings, die der Kunde, der Omnichannel-Kunde bereit ist, mehr auch auszugeben, sehen wir auch runtergebrochen in unseren Zahlen. Und das sind jetzt runtergebrochen unsere Zahlen. Was tun wir dort? Wir haben uns nur die Omnichannel-Kunden bei uns, bei Mediamarkt und Saturn angeguckt und einmal mal drei Kriterien fokussiert oder gehighlightet. Und das ist einerseits die Retention Rate, das ist zweitens die jährliche Frequenz des Einkaufes und rechts der Spend letztendlich, das ist genau das, was wir gerade gesehen haben mit den 60%, also wie viel gibt der durchschnittlich im Jahr mehr aus. Und das ist immer verhältnismäßig zu unserem klassischen Online-Only-Kunden, weil das ist genau das Kernwettbewerbsfeld, in dem wir uns bewegen, insbesondere in Deutschland bei der Otto oder auch bei der Amazon, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Und hier sieht man genau diese Sprünge. Ja? 19% Retention Rate, das heißt, er ist deutlich loyaler. Wir können ihn deutlich schneller natürlich in Programme überführen, dass er eine gewisse Loyalität ausstrahlt und auch eine Art Wiederverkaufsrate, sprich häufiger zu uns kommt. Und wir sehen das auch insbesondere auch im mittleren als auch im rechten Block. Das heißt, wenn er kauft, kauft er häufiger und wenn er kauft, kauft er deutlich mehr und gibt deutlich mehr Geld aus. Und das tut er natürlich, warum macht er das? Weil er natürlich diese Mehrwerte des Omnichannels für sich in Anspruch nimmt. Das ist einerseits klar, er kann einerseits stationär kaufen. Wir haben immer noch eine relativ hohe Rate, insbesondere auch in Deutschland, hinsichtlich Bargeld. Das heißt, er kann, und die Quote bestätigt uns das, er kann online schön browsen auf der Couch, kann sich sein Produkt auswählen, kauft das Produkt, bezahlt aber erst bei Abholung und das häufigerweise mit 70% in bar. Ein großer Hebel, immer noch ein großer Hebel, insbesondere in Deutschland. Wenn man das mit zum Beispiel mit Schweden vergleicht, ein ganz anderer Reifegrad von Digitalisierung, ist das faktisch ein Mittel, ein Bezahlmittel oder auch eine Funktionalität, die der Kunde faktisch gar nicht in Anspruch nimmt. In Deutschland ja, in Österreich auch. Und so sind einerseits unterschiedlich natürlich nicht nur die Ausspielung und die Funktionalitäten der einzelnen Länder bei uns in der Gruppe, sondern so sehen wir natürlich auch ein Riesenasset gegenüber unseren Kernwettbewerbern. Ich springe jetzt auf ein paar Zahlen, weil ich gerne nochmal eine Sache beleuchten möchte, wie wir uns im Rahmen auch der Pandemie entwickelt haben. Und ich habe vorhin gesagt, jetzt sind wir schon relativ lang rausgefühlt aus der Pandemie. Was hat sich denn stabilisiert? Und was sich stabilisiert hat, sieht man hier in den Balken abgetragen, mal fürs erste Quartal. Das kann man aber für das erste Halbjahr einigermaßen gleichmäßig auch übertragen. Das sind die sogenannten digitalen Anteile am Umsatz, ja, am Gesamtumsatz. In dem Fall von Deutschland. Und man sieht den Verlauf von 2019 bis 2022. Und wenn ich jetzt über 33% rede im Jahr 2022, ist das immer der Anteil. Und was meinen wir mit digital? Wir reden bei digital immer den Umsatz, den wir generieren, über unser Versandgeschäft, über unser Pickup-Geschäft, über unser Same-Day-Pickup-Geschäft. Und das fließt logischerweise in die Betrachtung komplett mit ein. Und da reden wir momentan über 33%. Jetzt könnte einer sagen, naja, auf dem Chart davor hast du gesagt, der Markt ist ungefähr 50-50 aufgeteilt vom klassischen Potenzial. Ihr deckt intern über den Umsatz gesprochen mal nur 33% ab. Das ist erstmal richtig. Und das heißt, wir haben massiv Potenzial für Wachstum. Heißt aber auch, und das sieht man rechts zum Teil, dass wir natürlich auch, wenn wir online wachsen, immer wieder die große Herausforderung haben, nicht nur im Umsatz zu wachsen, um Marktanteile zu generieren, sondern natürlich auch ein profitables Wachstum darzustellen. Und Profitabilität, das kann sich, glaube ich, auch jeder soweit vorstellen, ist auf der Fläche mit der Unterstützung auch des Personals, mit dem Faktor Mensch, einfach einfacher, eine Versicherung zu verkaufen, eine Finanzierung abzuschließen, ein Attach letztendlich zu generieren, als dass ich das technisch über einen Online-Shop tue. Und drum ist immer so ein bisschen so genannt bei uns dieser Trade-off von Wachstum einerseits, Marktanteile zu generieren, um das Wachstum auch mitzunehmen und auf der anderen Seite natürlich profitables Wachstum auch darzustellen und logischerweise das zu kompensieren, was wir zum Teil auf der Fläche auch verlieren. Das ist eine wichtige Botschaft,
auf dem Chart nicht nur positiv im Sinne von Wachstum, sondern auch, dass wir die Profitabilität logischerweise auch nicht vernachlässigen, sondern auch gewährleisten. Schaue ich so ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, Oliver, ich habe noch ein bisschen, oder? Oder ja, ja, laufe ja. Ich raus? Hau gerne rein, ja. Okay. Na, ist super. Nee, ich habe noch zwei, drei Charts. Hier, da will ich gar nicht groß auf den Verlauf eingehen. Die Botschaft hier ist eine sehr, sehr wichtige. Es geht um das ganze Thema Stock- und Bestandsmanagement. Und der ein oder andere hat, glaube ich, auch gelesen, dass viele jetzt auch entdeckt in den letzten ein, zwei Jahren, insbesondere auch viele Retailer in den USA, das sogenannte Shipment from Store. So, was heißt das Thema Shipment from Store als Funktion? Wir haben das faktisch nicht entdeckt, sondern wir mussten es aus der Notwendigkeit, das sieht man hier im ersten Lockdown, der in Deutschland stattgefunden hat, Ende März bis Ende April, haben wir von heute auf morgen die Stores schließen müssen. Genauso wie in Österreich und wie vielen anderen Ländern. Das heißt, was hatten wir von heute auf morgen? Wir hatten unsere Bestände in den Märkten und waren relativ schnell über Online ausverkauft. Insbesondere bei den nachgefragten Artikeln, ja, Homeschooling, Homeoffice, ob das die Tintenpatronen war, der Drucker war, das Laptop war etc. Und wir sind extrem schnell an unsere Grenzen gelangt. Das heißt, am Ende hat sich in den ersten Wochen alles um Verfügbarkeit gedreht. Da hat der Preis kaum eine Rolle gespielt, sondern faktisch, ich habe den Drucker gebraucht, ich habe das Gerät gebraucht, ich musste natürlich auch mein Homeoffice gewährleisten. Ich konnte das Haus nicht verlassen, die Stores waren zu. Und dann mussten wir relativ schnell auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Tech, mit den Kollegen der Supply Chains an unsere Bestände kommen, an unsere Marktbestände kommen. Ja? 430 Stores. Bestände von über 1 Milliarde, die einfach de facto nicht zugänglich war. Also, und wie schaffst du diesen Zugang zu der Ware, insbesondere zu der relevanten Ware? Und so kam Shipment from the Store zu tragen. Und diese Funktionalität hat uns dann innerhalb kurzer Zeit geholfen, auf die Marktbestände zuzugreifen. Das haben wir innerhalb von 2 Wochen geschafft. Das sieht man auch relativ schön mit dem Peak der blauen Linie. Die beschreibt bei uns immer prozentual an den Bestellungen, aus welchem Kanal es kommt. Ja? HD steht für Home Delivery, SFS für Shipment from Store. Und wir haben es geschafft, 90% unserer Bestellungen komplett über die beiden Kanäle zu shiften und auf die Bestände zuzugreifen. Und man muss sich das so vorstellen. Aus Kundensicht ist das ein ähnlicher Kauf wie Versand. Das heißt, der Kunde legt sein Produkt in den Warenkorb. Im Warenkorb läuft im Hintergrund, im Backlog und im Backend eine Abfrage, ist das Produkt verfügbar im Online-DC? Wir haben 4 Stück in Deutschland. Wenn das nicht verfügbar ist im Online-DC, dann greife bitte auf den nächstgelegenen Markt, Abgleich mit der PLZ, mit der Postleitzahl und mit der Region. Und dann geht er faktisch Markt für Markt durch und prüft die Verfügbarkeiten. Wenn das dann zutrifft, dann wählt er den Markt aus. Das heißt, die Order geht an den Markt. Der Markt bekommt das Order-Signal und fulfillt die Ware und verschippt es dann über unsere Dienstleister direkt zum Kunden. Ja, und diese Funktionalität klingt super einfach. Gab es davor faktisch nicht. Die Idee ja, aber nicht in der Exekution und hat uns natürlich extrem geholfen, innerhalb in kürzester Zeit einerseits die Bestände zu den Kunden zu bringen, die Kunden zu beglücken und auf der anderen Seite natürlich auch die Umsätze, die wir verloren haben und die Erträge in den Stores zum Teil auch zu kompensieren. Und das war mir heute nochmal wichtig, weil Shipment from Store hat sich jetzt etabliert, nicht nur bei uns, in Österreich, in vielen anderen Ländern, auch bei vielen anderen Wettbewerbern und ist für mich meines Erachtens einer der Kernfunktionen der morgigen Fläche, der morgigen Stores, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, der Store muss einerseits versuchen, ein Kauferlebnis zu schaffen für den Kunden, in welcher Form auch immer, und auf der anderen Seite muss er ja als Art Fulfillment Center auch dienen. Und diese Rolle als Fulfillment Center ist gefühlt für mich so ein bisschen während des Lockdowns entstanden. Zumindest bei der Mediasaturn. Das heißt aber eigentlich während des Lockdowns, um da gleich einzuhaken, nachdem ihr das in 14 Tagen umgesetzt hattet, konnten die Stores dann eigentlich dieses Delivery-Thema lernen. Also es war ja ein bisschen mit der Faust ins Gesicht, wenn man so will, wie für uns alle. Ja. Ja, aber interessanter Weg, ja. Ich glaube, unter Umständen hätte man das vielleicht nicht,
deine Einschätzung würde ich dazu gerne hören, in der Geschwindigkeit umsetzen können. Normalerweise, oder? Ne, mit Sicherheit nicht, Oliver. Also ich glaube, selbst das ganze Thema Digitalisierung, auch bei uns im Unternehmen, wäre nie in der Ausprägung, glaube ich, da, wo es jetzt steht, inkludiert Shipment from Store. Und das hat natürlich aus der Notwendigkeit heraus, natürlich schafft das unglaublich viel schnelle Wege, schnelle Entscheidungen. Man hat die Teams relativ schnell auch zusammengebracht, cross-funktional gearbeitet. Also für mich auch ein springender Punkt, so ein bisschen jetzt auch in meinem letzten Chart, oder eine gute Überleitung, weil das sind für mich auch die großen drei Treiber, die wir momentan bei der Medienmarkt-Saturn auch sehen, nach der Pandemie, und hat relativ viel angestoßen. Und vielleicht mal vorweggenommen, das rechte Thema, Omnichannel-Organisation, ist für mich, ja, wie ich es gerade gesagt habe, die Kompetenzen im Bereich Supply Chain und digital nicht nur auszubauen, sondern auch zu fördern und dort natürlich auch, ja, dem Personal, den Menschen eine Perspektive zu geben, sich dort weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite natürlich auch cross-funktional zu arbeiten. Und das war ein schönes Beispiel, Shipment from Store, weil dort kommen von unterschiedlichen Kernbereichen des Einzelhandels wirklich die Leute zusammen und mussten gemeinschaftlich agieren und haben das innerhalb von 14 Tagen letztendlich entwickelt und exekutiert. Das wäre sonst, hat das wahrscheinlich 6, 8, 12 Monate gedauert bei uns im Unternehmen. Super. Also Klaus wird ja gleich dann auch noch ein bisschen was zu dem Thema Organisation sagen. Das war auch so ein bisschen sein Thema, sein Steckenpferd, seine Aufgabe. Deshalb ist das auch im Grunde eine gute Vorlage. Ich habe natürlich ein paar Fragen. Wer ist denn eigentlich dann im Store damit befasst, mit dem Fulfillment? Wurde dann eine extra Abteilung dafür dann eingerichtet oder gab es diese Personen schon, die dann quasi diese Bestellung reinkriegen und dann eben quasi im Lager oder für die Abholung dann eben fertig machen? Und wurde dann, als ihr, Frage 2, als ihr wieder geöffnet habt, dann einen extra Bereich dafür geschaffen? Dann hingehe als Kunde. Also genau, also wir mussten uns natürlich behelfen. Wir waren faktisch, war das Personal in Kurzarbeit. Ein Marktgeschäftsführer war, der dann auch Hand anlegen musste. Das heißt, der Marktgeschäftsführer musste selbst Pakete packen und verschippen. Das hat er mit einer kleinen Auswahl von seinem Personal gemacht. Das war der Lockdown-Modus. Wie läuft es im regulären Modus? So ein bisschen ähnlich. Man hat natürlich jetzt auch versucht, das Personal dementsprechend zu allokieren. Das heißt, es werden in Deutschland abhängig der Größe und natürlich der Transaktionen Personal zur Seite gestellt, die picken aus dem regulären Prozess heraus. Das heißt, die gehen durch den Markt und picken die Ware. Teilweise ist es in größeren Läden so, dass man sich wirklich ein kleines Team angeeignet hat von 4 bis 5, 6 FTEs, weil doch relativ hohe Transaktionen zur Verfügung stehen pro Tag. Das ist sehr unterschiedlich von Markt zu Markt. Wir haben ja unterschiedliche Größen. Aber du kannst es, genau wie du es gesagt hast und wie du es geschildert hast, ist das aktuell so. Und das muss man natürlich jetzt auch weiter ausbauen, weil das ist ein fester Bestandteil unseres Geschäfts. Und meines Erachtens, meine persönliche Meinung, wie ich vorhin sagte, eine der wesentlichen Rollen des Marktes von morgen. Okay. Noch eine Frage zu den Zahlen und wird gleich noch was aufgreifen, auch von einem Teilnehmer. Ist denn bei den Bestellungen und bei den Käufen, ist das jetzt eher eine Umverteilung dann untereinander, die ihr da spürt? Also weiß ich, wandert dann quasi das Stationäre dann stärker ins Digitale ab bei euren Kunden oder ist es so ein gesamtes Wachsen, weil irgendwie die Aufmerksamkeit auf das Thema draufkommt? Kannst du dazu was sagen? Also wir sehen natürlich relativ stark das Wachstum im Bereich Omnichannel. Also das ist ganz klar gegeben. Das stationäre Geschäft, der Markt macht das vor. Wenn der Markt stagniert, sehen wir natürlich auch eine gewisse Stagnation auch bei uns. Ist aber bei uns natürlich auch getrieben, dass man den Markt natürlich durch unterschiedliche andere Erlebnisse jetzt mittlerweile auch ausstattet. Also wie gesagt, kommen wir immer wieder zurück auf die Rolle des Marktes. Und die bedingt natürlich rückläufige Kundenfrequenzen. So, das heißt, die Frequenzen in den Märkten sehen wir zum Teil schon, sind über die letzten 2, 3 Jahre rückläufig, ja, wie in der gesamten Branche. Dementsprechend musst du dir genau versuchen, und das ist genau das Gegenläufige, wie schaffe ich es dann über digital, auch bei uns, über die Webshops, mehr für mehr Frequenz in den Stores, und wie schaffe ich es dann, dass der Kunde dementsprechend, und das ist natürlich mit Click and Collect und mit der Pickup-Option halt ideal für uns, die beiden Kanäle zu verbinden und dann natürlich auch zu gucken, dass wir natürlich diesen Frequenzverlust in den Märkten einigermaßen kompensieren. Und das ist für uns auch die Strategie dahinter, das natürlich dann dementsprechend einigermaßen einzudämmen. Aber ja, natürlich spüren wir das, ja.
Und das Thema des Performance Marketing und quasi das Zuliefern der Kunden online, die dann Click and Collect dann durchführen, das liegt aber in zentraler Hand oder macht das jeder Markt oder jedes Land für sich selber? Nee. Also Performance Marketing und die Aussteuerung liegt bei uns in zentraler Hand. Ja. Das steuern wir direkt über Ingolstadt respektive München. Auch die Budgets. Das Gleiche ist, wie ich vorhin kurz angesprochen hatte, da ist ja die Mexiko gerade auch ein Steckenpferd dafür für das ganze Thema Retail Media. Das heißt, die Monetarisierung der digitalen Flächen, zum Teil aber auch Storeflächen. Auch das machen wir zentral. Kommt immer wieder drauf an. Wir hatten jetzt eine große Eröffnung in Berlin mit unserem neuen Experience Store, mit dem Flagship Store. Das hat eine gewisse Größenordnung. Da Language. kannst du natürlich, genau, da kannst du regional ein bisschen aussteuern, aber es läuft alles zentral. Ja. Okay. Ja, ich habe noch eine Frage vom Alexander Kleinsieg. Hallo Timo, auf der Mariahilferstraße in Wien entsteht der innovativste Mediamarkt Europas. Was steckt dahinter? Was genau ist die Innovation? Also das ist im Prinzip das, was ich angesprochen hatte. Wir wollen das jetzt in mehreren europäischen Metropolen auch eröffnen. Wir haben das mittlerweile in Italien gelauncht. Wir haben das jetzt, wie gesagt, ganz frisch in Berlin am Alexanderplatz. Was Ähnliches entsteht dementsprechend in Wien, wo wir, ja, ich sage jetzt mal eher kleine Shop-in-Shops eröffnen. Das heißt, deutlich noch mal näher am Kunden sind, dem Kunden deutlich mehr Innovation dementsprechend auch bieten können. Ja, und dieses sogenannte Erlebnis auch kreieren, weil wir haben, sagen wir mal, ein Steckenpferd in der Strategie, in der aktuellen ist, wir waren früher die Category Killers, wir haben eine Kategorie kreiert, ja, mit Mediamarkt, mit Saturn europaweit, und wir wollen jetzt eine neue Kategorie kreieren, und das ist im Prinzip das Thema Experience, Erlebnis, Kundenerlebnis. Und das schaffst du natürlich auf der Fläche extrem gut, wenn natürlich einerseits das über die Produkte machst, auf der anderen Seite über Services und natürlich über den Mitarbeiter. Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Bausteine des neuen Kundenerlebnisses unserer Flagships. Und das wird in Wien eben auch entstehen. Und das ist genau das, was wahrscheinlich jetzt auch gerade angesprochen wurde. Ja, Und das kann man in Berlin sehr, sehr schön auch aktuell sehen in der Nähe. am Alex habe ich gesehen, das ist cool. Genau, Ja, ja. deshalb vielleicht auch als Überleitung, das bedeutet, ihr arbeitet mit Shop in Shop. Ich kann mir als externe Marke euer Lieferant dann auch dort quasi einen Platz mieten und etwas tun im Branding. Ja, wichtiger Genau. Distributionskanal. Und ja, ich sage mal danke. Hast du jetzt Fragen noch an den Timo? Okay, dann würde ich sagen mal danke dir. Ja, cool. Sehr Super gern. interessant. Und Klaus, ja, Überleitung zu dir als Lieferant auch für Mediamarkt, als Partner von Mediamarkt. Und ich glaube, das passt jetzt eigentlich sehr gut. Ja, vielen Dank. Erstens auch noch für die Einladung, Oliver. Freut mich sehr. Und ja, ich kann den Ausführungen von Herrn Emmert, die ich sehr genau gelauscht habe, eigentlich nur in extrem vielen Dingen zustimmen. Ja, die Welt hat sich verändert. Und ich glaube, der Rainer als Handelsvorsitzender weiß das genau, dass die ganze Covid-Geschichte natürlich in Österreich ja die ganze Digitalisierung jetzt auch noch extrem beschleunigt hat. Ja. Ja, kurz zu meiner Person, Klaus Lamanik. Ich bin der B2C Commercial Manager bei Nespresso in Österreich. Das umfasst bei uns den E-Com-Teil, den Trade-Teil und die Boutiquen. Und darf diese Position seit ja, mehreren Jahren schon verantworten und bin seit circa 10 Jahren jetzt bei Nespresso in Österreich tätig. Ja, Omnichannel. Nespresso ist eigentlich mit E-Commerce groß worden. Also das war der Start von Espresso. Das war eigentlich die Idee, dass die ersten Kapseln eigentlich nur über E-Com verkauft werden. Aber irgendwann einmal hat man sich dann gedacht, wir probieren einmal so einen Store aus und dann mal schauen, was passiert, weil dass die Kunden das auch dann auch probieren können, den Kaffee trinken können und einmal testen. Und das war dann so ein durchschlagender Erfolg, dass ich dann nebenbei auch diese Channel-Kategorie sich dann ganz stark und extrem stark bei Nespresso entwickelt hat und wir heute über 800 Standorte weltweit haben. Aber das Thema Omnichannel ist ja sehr theoretisch lange Zeit von den Unternehmen und auch bei uns irgendwie durchgeführt worden. Ja, wenn du jemanden gefragt hast, was ist Omnichannel, hat jeder gesagt, ja, eh klar, nahtloser Übergang von A nach B zum anderen Channel. Und das sollte es, der Preis sollte gleich sein,
das sollte gleich sein. Aber was im Detail und was genau dahinter steckt, ehrlicherweise haben wir auch nicht gewusst, ja, weil das war immer irgendwo so ein theoretisches Thema und auch wie der Herr Emmeret auch angesprochen hat, wir waren auch so in Channels aufgeteilt. Ja, da hat es einen eigenen E-Com-Channel gegeben, es hat einen eigenen Boutiquen-Channel gegeben und einen eigenen Drehchannel und irgendwo im Hintergrund hat immer irgendeiner irgendwo eine Aktion gemacht. Ja. Manchmal haben wir dann Maschinenaktionen in einer Region gehabt, wo der Rest von Österreich gar nicht gewusst hat, was da passiert ist. Ja. Und im Zuge einer großen Umorganisation 2017 hat man dann eben alle Kanäle unter ein Dach geführt, das, was ich jetzt verantworten kann. Und wir haben dann begonnen, auch als Management zu schauen, was passiert eigentlich in diesen Kanälen, wenn wir eine Aktion haben. Da ist die Geschäftsführung in allen Kanälen gewesen, haben wir eine große Promotion über alle Kanäle gestartet und wir haben versucht, einen Gutschein irgendwo einzulösen, ja, und sind eigentlich schon beim ersten POS gescheitert, mit welchen Hürden der Kunde sich da abgeben muss, was weiß ich, man muss eine Seriennummer eingeben, man muss alles auch mal ausfüllen, dann muss man es irgendwo einwerfen, man kriegt erst dann 3 Tage später die Bestätigung, dass die Gutschrift dann oben ist im System und so weiter und so fort. Und dieses Erlebnis, ja, von diesem einen Voucher, diese Einlösung, hat sich querbeet immer anders angefühlt am jedem POS. Am E-Com, im Internet war es anders und auch in der Boutique war es anders. Ja. Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen uns das jetzt einmal anschauen. Und wie das kann ja nicht sein, dass für ein und dieselbe Sache das Erlebnis für den Kunden total immer in den verschiedenen Kanälen, obwohl ein Espresso oben steht, immer unterschiedlich sein kann. Und somit haben wir einmal begonnen, eigentlich zu schauen, welche Feedback-Kanäle wir haben, eben zum Beispiel unser CSI über die Boutiquen, wo wir Informationen zurückkriegen zu den einzelnen Promotions und was die Kunden eigentlich zu diesen Promotions sagen. Wir haben dann begonnen zu sammeln, ja, mal zu schauen, okay, was sagen die Kunden. Einmal, wir haben begonnen zuzuhören, ja, was sagt der Kunde über die Promo, was sagt der Kunde über Produkt, was sagt der Kunde über die Marke und so weiter und so fort, ja, und was sagt der Kunde auch über das Erlebnis in einer Boutique, am Trade oder auch in der Boutique. Und dieser Datensatz ist immer größer worden. Dann haben wir das Kategorisieren angefangen, sind dann mehr ins Detail gegangen, also mit diesem eigenes Customer Feedback Management aufbauen anfangen und haben begonnen, diese Punkte zu evaluieren und zu sagen, okay, wie linkt das eigentlich dann zusammen, diese ganzen Schmerzen, die Kunden draußen haben, die wir jetzt begonnen haben zu sammeln und an einer zentralen Stelle. Weil früher war ja schon so, dass der Kunde auch das gemeldet hat, aber zum Beispiel das Ganze im CSI war und CSI hat das natürlich versucht irgendwie zu lösen, aber diese Informationen, wie sie es gelöst haben, sind nie in die anderen Kanäle gegangen. Ja, also, und dann hat man auch begonnen, diese Informationen in Unternehmen mit einem eigenen System an die verschiedensten Kanäle an eine Stelle zu stellen, sodass alle Kanäle oder alle Frontline-Leute auf diese Informationen haben zugreifen können oder jetzt zugreifen können. Und gerade bei Nespresso spielt der Service immer eine extrem wichtige und große Rolle. Wir haben natürlich Messsysteme dahinter. Wir haben Mystery Shopping, wir haben NPS und so weiter und so fort. Also verschiedenste KPIs und wir sind auch drauf gekommen, dass diese KPIs auch wieder nur auf die einzelnen Kanäle gelinkt sind, aber nicht integriert ineinander, sodass wir sagen wollen, okay, wir wollen in einem Mystery Shopping über alle Kanäle, egal auf welchen Touchpoint, auf die Summe, also auf einen gewissen Prozentsatz kommen, der sagt, okay, der ist für uns okay. Auch da haben wir dann begonnen, das miteinander zu integrieren. Und als dieser Prozess abgeschlossen war, haben wir dann begonnen, in den einzelnen Kanälen die Schmerzen der Kunden genauer zu analysieren. Das heißt, welche Schmerzen gibt es in einer Boutique? Da sind wir drauf gekommen, dass wir gewisse Kreditkartenlösungen nicht gehabt haben, als Beispiel. Oder auf der E-Com-Seite ist es dann soweit gewesen, dass wir unsere ganzen Delivery
Services irgendwo weit hinten versteckt gehabt haben oder auch gewisse Payment Solutions auch nicht gehabt haben und so weiter. Und aus dieser ganzen Übung heraus haben wir dann begonnen, diese 26, also insgesamt haben wir 26 Pain Points analysiert, haben wir diese begonnen dann zu klassifizieren, weil viele Dinge haben wir selber lösen können, aber ein paar Sachen brauchen wir auch unsere internationale IT dazu und versucht diese Schmerz nach Schmerz irgendwie wegzubringen und immer den Kunden als im Mittelpunkt oder klassischerweise sagen wir ja, sagt ja fast jeder, dass der Kunde im Mittelpunkt ist, aber auch wirklich immer zu schauen, bringen wir diese Hürden, die der Kunde in den einzelnen Kanälen hat, auch komplett weg. Ja. Das haben wir dann irgendwann einmal geschafft und das ist jetzt eigentlich immer rollierend, das ist eigentlich in unsere Daily DNA übergegangen und in weiterer Folge, nachdem wir diese großen Painpoints weggebracht haben, haben wir mal geschaut, okay, welche Arten von Kunden kommen ja immer zu uns und dann haben wir Personas kreieren angefangen. Also vier typische Personen, die regelmäßig unsere Touchpoints besuchen und dann immer geschaut, okay, passt das für alle vier Personen in alle vier Touchpoints. Ja. Und daraus haben sich dann die ersten großen CX-Projekte dann ergeben anfangen, die eigentlich jetzt alle Kanäle und alle verschiedenen Touchpoints in der Firma betreffen. Und also nur als Beispiel, der große neue Produktlaunch, den wir letztes Jahr gehabt haben mit der neuen Vertu, das war zum Beispiel so der erste große Cross-Border CX-Projekt, was erfolgreich von unserer Seite über alle Kanäle umgesetzt worden ist, wo wir wirklich alle Sachen betrachtet haben. Und aber wer die Reise. Koordiniert es, Klaus? Koordiniert wird es nicht ich. Im Zuge dieser Reise, die wir da jetzt gemacht haben über die Jahre, haben wir dann gesehen, okay, die Organisation, wir müssen versuchen, auch diese Silos wegzubrechen, ja, weil das ist immer ein Thema gewesen und wir haben einen sogenannten CX-Manager installieren anfangen und aus jedem Kanal sind sogenannte CX-Champions dann dazugekommen. Wir haben über die ganze Firma jetzt 15 CX-Champions, die gemeinsam mit den CX-Manager sich jetzt also einmal die Woche immer die Kundenfeedbacks anschauen. Ja, wir haben auch die Schleifen der Kundenfeedbacks viel enger ziehen anfangen, die in der Vergangenheit, vielleicht haben wir in der Vergangenheit einmal drauf geschaut, ja, in einmal im Monat und eine Analyse gemacht, aber jetzt passiert das wöchentlich. Und es wird dann gleich schnell reagiert, ob wir irgendwo ein Thema haben mit der ID oder wo ein Kunde seine Account nicht aufmachen kann oder wir ein Thema haben mit irgendeiner Payment Solutions. Weil das ist erst früher, viel später erst eingemeldet worden, weil wir nicht dauernd auf die Systeme geschaut haben, weil wir auch niemanden gehabt haben, der sich ganzheitlich für dieses Thema verantwortlich gefühlt hat, ist es dann meistens, wie immer, erst als erstes beim CSI aufgeschlagen, weil der Kunde dann angerufen hat und gesagt, ich kann zum Beispiel meine Bestellung nicht aufgeben oder meine Order hängt noch irgendwo in einem Basket, ja, als Beispiel. Ja. Aber die Reise geht weiter. Wir haben jetzt nur als Beispiel für dieses Jahr uns das ganze Thema Payment Solution auf die Fahnen geheftet. Da müssen wir uns weiterentwickeln. Das Thema Delivery, was auch von Kollegen von Mediamarkt angesprochen worden ist, ein großes Thema. Da sind wir noch nicht mit der Reise am Ende. Aber auch das Thema Content, ja, ist ein riesen, riesen Thema, weil auch da waren die Kanäle selbstständig unterwegs bei uns und auch das wird mehr und mehr jetzt konsolidiert, so dass man sofort eine große Promotion, die über alle Kanäle gespielt wird, immer das gleiche Bild hat, ja, und sich sofort auskennt, wo man sich gerade befindet oder um welches Thema es gerade geht. Ja. Eine kurze Frage. Bietet ihr auch Click and Collect an? Vielleicht für dich eine doofe Frage, aber für die Teilnehmerinnen nicht, die das vielleicht nicht kennen. Nein, wir bieten, natürlich bieten wir das an, ja. Wir bieten das in alle Shops in Österreich an. Man muss aber dazu auch sagen, wir haben das schon vor Covid angeboten. Vor Covid hat der Kunde das eher sehr verhalten bei uns angenommen, weil wir haben die klassischen Kundengruppen, entweder wir haben die Fans im
E-Bereich oder wir haben die Fans der Boutiquen. Die Fans der Boutiquen sind in Österreich extrem groß, aber während der Covid-Zeit haben die Fans der Boutiquen auch dieses Click and Collect lieben gelernt oder wiederentdeckt, ja, und das funktioniert jetzt besser als in der Zeit vor Covid. Ja, also ich war heute Morgen zufällig bei euch im Atelier, mir das mal anschauen aus reiner Neugierde, weil auch ein Kunde von uns schräg gegenüber ist. Und ja, also es war der Bär los, kann ich sagen. Ich war erstaunt darüber, wie viele Personen da eure Bar wahrnehmen und vom Barista sich dann einen Kaffee noch machen lassen. Also war cool, erstaunlich. Ja. Einen Zusatz noch, auch weil du jetzt das Atelier genannt hast. Auch in dieser ganzen Geschichte, die jetzt über mehrere Jahre gegangen ist, haben wir uns natürlich dann auch überlegt, welche Rolle spielt jeder Kanal. Und im klassischen Fall, okay, welche Rolle soll für uns der stationäre Vertrieb in den nächsten 10 Jahren haben oder in Zukunft eigentlich sein, weil wir alle wissen, dass die digitale Transformation nicht aufzuhalten wird sein, die wird immer weitergehen. Aber wie kann ich aber trotzdem die Marke präsent halten, sichtbar halten, wirklich draußen auf der Straße sichtbar halten? Und wir haben die Rolle der Boutiquen komplett neu überdacht, ja. Und weil du eben das Atelier angesprochen hast, das ist natürlich unser Flagship-Store und wir wollen, das ist die Experience-Boutique, weltweit die erste, auf die wir sehr stolz sind, dass wir die in Österreich launchen haben dürfen. Und auch das Thema Experience ist beim Kollegen vom Mediamarkt gefallen und da spielt sich eigentlich nur die Musik ab, also von der Personalisierung angefangen bis zum permanenten Masterclasses, durchgehende Masterclasses bis Abende mit Kaffee-Cocktails und so weiter. Also das wird jetzt weiter ausgebaut bis zum Entertainment. Und aber da, wie gesagt, da mussten wir auch die Rollen der einzelnen Kanäle überdenken und ganz speziell die Rolle der Boutiquen. Ja, da werdet ihr also auch Gastgeber, ja, wie der Mediamarkt Saturn am Alex in Berlin, ne? Richtig, ja. Aber also. Ich hab noch eine Frage. Und der Andreas Höglinger schreibt, ich finde die Pick-up-Point-Solution von Nespresso sehr cool. Danke. Er würde gleich seine Bestellung ums Eck abholen am Wunschort. Ich hab eine andere Frage. Ihr verkauft ja auch Kaffeemaschinen. Ja. Sehr schicke Dinger. Wenn die defekt sind, muss ich diese zurückschicken, weil ich weiß es nicht, oder kann ich die auch bei euch im Geschäft abgeben? Oder kann ich die nur zum Timo bringen? Nein, also es kommt grundsätzlich, ja, wenn wir jetzt nach den geltenden Richtlinien halten, geht jeder dorthin, wo er die Maschine gekauft hat, bringt das ja auch retour. Das ist eigentlich der klare klare Vorgangs, aber klare Aufgang. Aber natürlich, wir wissen, dass auch Kunden die Maschinen überall kaufen. Wir haben auch sehr viele Maschinen, die bei Amazon gekauft werden. Amazon-Plattform gibt es nicht in Österreich. Das heißt, wir haben da ein Spillover der Produkte von Deutschland nach Österreich. Aber da, wo Nespresso draufsteht, wird auch bei uns alles serviciert in den einzelnen Boutiquen, wenn der Kunde in die Boutique kommt. Aber um jetzt den Move zum Mediamarkt oder zum Trade zu machen, natürlich, weiß ja, die haben auch ein exzellentes Service-Department und wir wissen auch, dass dort sehr viele Maschinen von uns serviciert werden. Ja. Also man fühlt sich sowohl im Handel oder bei uns direkt immer perfekt aufgehoben. Also aber wir nehmen die Maschinen überall retour, wenn sie kaputt sind. Super, Painpoint ausgeräumt. Ja, nicht meiner, aber vielleicht für jemanden, der dabei ist. Danke dir. Gerne. Du Fragen? Einer? Ich kenne das Geschäft in der Kärntnerstraße relativ gut. Es ist in meiner Nähe, also das Erlebnis habe ich genossen. Freut uns. Die nächste Weihnachtsbeleuchtung kommt sicher. Ich hoffe, der nächste Event findet bei uns im Atelier statt von dir. Super, super. Ja, vielleicht von mir kleine Überleitung an den Rainer. Stell dich natürlich gerne selber vor. Bist natürlich in einer wichtigen Rolle bei der Wirtschaftskammer hier in Österreich, aber auch Einzelhändler. Bin natürlich neugierig zu verstehen, wie es dir geht mit dem Thema Omnichannel. Und vielleicht auch, dass du kurz ein bisschen was sagst, was euer Geschäftslokal macht, in welchem Segment ihr tätig seid. Na gut, danke mal für die Einladung. Danke für deine Zeit. Ich fang bei dem an, was der
Timo mit der Chart angefangen haben. Also ich bin schon ein bisschen älter, noch nicht ganz beim Klaus, aber so in der Mitte. Also 52 heuer, nur ein Kind, nicht zwei. Bin, wenn ich es in Wien sagen würde, Fetzentandler in der Wiener Innenstadt. Das heißt, Damenmodenhändler, gehobene Damenmode, Familienbetrieb. Betrieb gibt es seit 1889 an dem Standort, ist in den letzten 40 Jahren aber in unserer Familie groß gewachsen und hat sich entsprechend entwickelt auf rund 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Multi-Brand-Store und seit ein paar Jahren auch versuchen, Omnichanneling zu betreiben und auch einen Online-Shop anzubieten. Große Herausforderung macht mein Bruder, der ist 16 Jahre jünger, der hat da mehr Zugang noch als ich gehabt. Aber ganz eine andere Branche natürlich und eine Branche, die extrem und so wie viele, und wir haben ungefähr, wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit rund 25 Mitarbeitern. Das heißt, genau der Punkt, die hier auch angesprochen waren von Timo, die Profitabilität eines Online-Shops zu erzielen, die Vergleichsbasis oder Latte zu erreichen, die von den Großen vorgegeben wurde, wo ja sehr, sehr viel Geld hineingesteckt wurde, auch in einiges verbrannt wurde, glaube ich, in vielen Bereichen, für Kleine hier mitzuspielen, extrem schwierig. Und nachdem wir eine sehr kleinteilige österreichische Wirtschaft haben, wo, glaube ich, 99,7% KMU-Betriebe sind, da wird es dann die große Herausforderung. Wir haben ungefähr 9000 Online-Shops in Österreich, von Händlern auf diverser Art. Schön. Wie kriege ich den richtigen Traffic drauf? Ich meine, ich kann den schönsten Online-Shop machen, aber wenn ich keinen Traffic drauf kriege und dann keine Conversion-Rate hinbekomme, dann wird es eine nette Auslage im Netz. Die ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber die Abgrenzung dann, wie weit kann ich das bis zu meinem Produkt so umbringen, dass ich auch eine Profitabilität hinbekomme und die ergänzenden Stärken vom Omnichannel hinbekomme, ich glaube, das ist für die Kleinen die ganz, ganz große Herausforderung. Natürlich hat hier die Corona-Situation einen Riesenboom gebracht. Das haben wir überall gesehen. Es ist doch sehr viel mal rasch gemacht worden, so Lockdown, Geschäft ist zu, was machen wir? Auch das Fulfillment dann aus den Shops raus, ist es eigentlich das klassische Bereich, machen wir auch, weil wir haben kein extra Lager, wir machen es aus unserem Bereich, aus unserem Geschäft. Haben aber natürlich dann das große Problem, gerade im Damen-, im Bekleidungshandel sind die Retouren extrem hoch, die sind beim Klaus wahrscheinlich weniger und im Elektrobereich auch tendenziell weniger, als sie bei Mode ist und die Ware fehlt dann. Und das ist das ganze große Problem. Also das macht es extrem schwierig. Aber wir brauchen die Bereiche. Und natürlich, es geht in diese Richtung. Und wir haben erst gestern beim Handelstag, wo der Klaus auch Gast war, von der Johannes Kepler Universität eine Studie präsentiert bekommen. Und hier ist natürlich Digitalisierung ein Trend, überhaupt keine Frage. Aber ein Teiltrend oder eine Trendfamilie, die präsentiert wurde, ist die Enddigitalisierung aus der Sicht der Konsumenten. Dass sie zwar die digitalen Vorteile nutzen wollen, aber sie wollen sie nicht direkt plakativ vor sich sehen, sondern es soll im Hintergrund laufen, ich will die Experience haben, aber geht es mir nicht auf die Nerven damit, jetzt überspitzt formuliert, auf wienerisch gesagt, und manchmal auch eine Pause von diesem Ding. Und diese Rückbesinnung, und das haben wir schon bei den letzten Pressekonferenzen gehabt, auch wenn das die Wirtschaftsforscher aus verschiedenen Bereichen abgeklärt haben, dass Face-to-Face, diese Fläche, die zwar natürlich unter Druck ist, keine Frage, aber trotzdem, dass die Leute gerade nach dem Lockdown sich wieder sehr stark auf die ich kann wieder in ein Geschäft hineingehen, ich habe dort einen Verkäufer. Man kann sehr, sehr viel über den Algorithmus abbilden, man kann sehr, sehr viel Information rüber transportieren. Aber ich war vor ein paar Tagen bei einem anderen, ursprünglich eigentlich aus dem Elektrobereich
Händler kommend und noch immer in dem Bereich tätig, aber eigentlich jetzt auch in der Hörakustik und beim Optiker sehr stark. Hartlauer, der hat 50 Hörfeier gemacht und hat entsprechend dort auf der Bühne gesagt, er will, und der Robert Hartlauer selber, er will mit Menschen für Menschen arbeiten. Und dieser Satz hat mir extrem gut gefallen und ich glaube, davon wird auch der stationäre Handel weiterleben müssen. Also der stationäre Handel wurde ja schon oft tot gesagt, ja, also quasi wird völlig verschwinden, dem glaube ich nicht. Man sieht ja auch, dass manche Pure-Player jetzt in die quasi Geschäfte wieder eröffnen, in die Straßen hineinkommen, Flagship haben wollen. Aber die Balance zu finden, wird gerade für die Vielzahl der Kleinen eine ganz, ganz große Herausforderung. Schon, ja. Ja, wir haben das auch gesehen, also in die Innenstadt ist ja gekommen, auch die Porsche mit dem Moon City zum Beispiel, also jetzt als große Marke, die sich das natürlich auch leisten kann und will, auch einen neuen Zugang gefunden, eben auch eine leer gewordene Fläche im Grunde in Innenstadtlage dann entsprechend zu bespielen. Ja, interessantes Phänomen eigentlich, dass da passiert. Ist auch ein Kunde von uns, wir wissen, dass das auch gut funktioniert und gut angenommen wird und auch hier, ihr geht sehr in das, sage ich mal, Erlebnis-Thema hinein, sowohl in Espresso als auch Mediamarkt, das dann für die Kunden offenbar deutlicher und deutlich wichtiger wird. Ich meine, bei euch ist es ja klassisch, ja. Ne? Kennt man, deshalb geht man auch zu euch, weil ich die Beratung möchte. Aber ja, ist also ein menschliches Phänomen und Gott sei Dank bleibt uns das erhalten. Ich glaube, es ist auch einfach dieser Servicegedanke, den man einfach mittransportieren kann. Also ich kann den Kaffee ausprobieren, ich kann ein Gerät vielleicht auch wirklich sehen, ja, wie schaut das Fernseher wirklich das Bild aus, ja, und nicht, was ich dann nachher bekomme. Und dann mal sehen. Und es ist natürlich bei mir ist das Abendkleid jetzt als Spitze der Produktpalette oder andere Bekleidungen, wir ändern ungefähr 90% der Kleidung, die wir verkaufen. Und das wird natürlich dann wirklich Service. Das geht über online nicht. Und das ist auch die große Herausforderung oder der Retour. Ne? Man schickt es jetzt durch die Welt, dann kommt es wieder zurück, weil es einem nicht passt, die andere Größe und. Ist auch eine Frage, die wir uns langfristig auch der ökologischen Sichtweise bei diesen Retouren stellen müssen und auch die Leute ein bisschen ziehen müssen. Ne? Ich bestelle jetzt nicht auf Verdacht und bestelle und dann Großteil schicke ich wieder da zurück. Da kriege ich ja einen Nervenzusammenbruch. Ich habe das ja schon probiert, auch mit Schuhen. Das geht gar nicht. Dann lieber keine neuen Schuhe. Ja, aber das hat natürlich gerade in den Phasen, den 2 Jahren von Corona, weil wir da doch 2 Jahre mit maximal, glaube ich, in Wien waren es 142 Tage Lockdown, hat das einen großen Boost gebracht. Aber das Positive ist danach, dieses eigentlich, ja, der stationäre Bereich hat, aber auch der muss sich bewegen und all diese Themen vom Payment bis sonstigen Bargeld wurde angesprochen, auch in Österreich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir geben zwar unglaublich gern unsere Daten manchmal her, aber das Bargeld schätzen wir noch, sicherlich anders als Schweden oder die nordischen Staaten. Ich bin auch ein Verfechter dafür, dass das noch weiter so bleibt, weil irgendwo hat es einmal auch seine Grenze. Und auch die Resilienz des Bargeldes, wenn einmal ein Bankomatsystem ausfällt, haben wir auch erlebt, ein paar Mal, dann steht alles und dann ist die absolute Katastrophe. Ein Blackout wird auch immer diskutiert. Naja, mit dem Bargeld geht es zumindest noch. Ja? Also das stimmt, ja. Also das ist schon ein Punkt, wo man eigentlich das Beste aus den verschiedenen Welten weiter uns bewahren soll. Aber auch der stationäre Handel muss sich weiterentwickeln. Das ist völlig klar. Viele Dinge, die in der Vergangenheit hingenommen wurden, sind auch durch die verschiedenen Kanäle der Kunden, werden einfach nicht mehr akzeptiert. Das, sage ich mal, Klaus hat es gesagt, mit den früher mal einen Monat drüber geschaut, was dann so eine Rezension war und Ding, das geht heute nicht mehr. Das ist eine Getriebenheit, das wird immer präsenter. Zum Teil auch, muss man sagen, fast erpresserisch auch. Also da muss man auch wirklich gesellschaftlich mal darüber nachdenken, wo man an manche Grenzen dann kommt. Aber grundsätzlich muss sich der stationäre Handel entwickeln, aber er wird weiterleben. Also das ist, bin ich überzeugt, aber die Hausaufgaben müssen wir machen. Und die Mitarbeiter brauchen wir und die Motivation der Mitarbeiter, das wird immer mehr, weil dass ich nur noch jemanden habe und ich sehe jetzt
mal ein bisschen einen Schwenk, zum Beispiel Autohandel, weil vorher Porsche gefallen ist. Naja, wenn ich mir alles konfigurieren kann zu Hause und dann nur noch hingehe und quasi die Bestellung dort abgebe, ich brauche den Mehrwert der Person, die dort steht. Mhm. Ich muss dieses Erlebnis rüberbringen. Und das wird natürlich auch wieder auf der Fläche, bei den, sage ich mal, Innenstadtflächen, Mietpreisen immer schwieriger für die kleinen oder Eigentümergeführten möglich, das zu leisten. Ich brauche die Fläche aber auch, um die Story zu erzählen, weil in einem 50 Quadratmeter Geschäft wird schwierig. Tendenziell schwierig. Ja. Wenn ich den Nespresso in der Kärntnerstraße, naja, das war ein riesen Modegeschäft davor und jetzt ist es entsprechend wirklich ein Entree, und wo man sich bewegen kann. Ich brauche dort die Leute und ich brauche das Styling. Wichtig. Ja, vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Also vielen Dank. Sind sich alle einig, ob groß oder klein und auch in der vertretenen Rolle hier, dass beide Kanäle, also jetzt mal stationär und digital, zusammen erhalten bleiben und sich entwickeln. Das ist im Grunde genommen sehr schön. Ich finde das als Konsument auch sehr schön und freue mich auf die neuesten Entwicklungen, auch in der Marie-Hilfer-Straße. Ja, vielen Dank dafür, die vielen Hinweise auch im Chat. Geh dann sicher hin am 12. Das ist super und danke für eure Zeit. Und gibt es noch Fragen vom Publikum, den Zuschauern? Scheint nicht so zu sein. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Herkommen, interessanten Vorträge, Beiträge und war ganz super. Finde ich toll. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend. Herzlichen Dank. Ebenfalls. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.